Warum wollte der Zwergenkönig diese Rüstung so dringend? Was ist besonders an ihr? Um die Dweggradiker ranken sich viele Legenden. Eine verdächtige Anzahl sogar, was es schwierig macht, etwas Genaueres zu dieser Rüstung zu erfahren. Doch ein Gerücht, das man immer wieder hört, ist, dass die Rüstung ultimativen Schutz bietet. Eine nützliche Eigenschaft für einen unbeliebten König. Dennoch ist dieses geplagte Land alles, was von ihm bleibt. Deshalb darf man Legenden nicht trauen, Junge. Also, worauf kann man vertrauen? Auf dich selbst, deine Augen, deine Instinkte.
Vertrauen in Legenden ist ein Glücksspiel. Es zahlt sich selten aus. Wenn du es sagst. Los. Ziemlich runtergekommen hier drin. Was hast du erwartet? Weiß nicht. Vielleicht weniger Ruinen. Vielleicht sieht es im Thronsaal besser aus. Sieh mal hier, noch eins. Starkadu. Wow, eine Menge Arme. Das kannst du wohl sagen. 6, 7, 8. Konnte er mit 4 Bögen gleichzeitig schießen? Er war Schwertkämpfer. Er hatte ja nur 2 Augen. Thor hat ihn wohl zurechtgestellt. So etwas tut er. Hörst du das? Nein. Was hörst du, Junge? Jammern. Und Schreie. Sehr viele Leute. Ach, sind bestimmt bloß alte Geister, Opfer der Herrschaft des verrückten Zwergs. Und doch, höchst sonderbar. Sie werden lauter. Sie klingen fast wie... Hinläufer! Von hinten! Hier ist ein Durchgang hinter dem Thron. Ein Geheimgang? Tja, wäre wohl kein richtiger Thronsaal ohne Geheimgang. Zugnähe.
sie her. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. Was du ihm abgenommen hast. Das müssen die drei mythischen Zutaten sein, die Brock gemeint hat. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich in meinem ganzen Leben keine seltsameren Objekte gesehen habe. Wie sollen Brock und Sindri etwas bauen aus... was immer das ist? Unterschätze nie die Zwerge. Sie sind Mistkerle, aber äußerst geschickt. Sie haben mal aus dem Zahn einer Katze und Vogelspucke eine unzerbrechliche Kette gemacht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So geht die Legende. Von einem Affen mit dem Kopf sollst du keine Fakten erwarten.
Die legendären Materialien? Unglaublich! Oh, ist das aufregend! Trefft mich beim Tempel und wir fangen sofort an! Oh, macht gar nichts. Nur mal plaudern ist auch schön. Eine Sache verstehe ich nicht ganz. Odin will Ragnarök verhindern, aber die Schlange war da und hat alles gesehen. Ist er dann nicht gescheitert? Das Schicksal ist sehr kompliziert und Odin ist arrogant genug zu glauben, dass er es überlisten kann. Schicksal ist eine weitere Lüge der Götter. Nichts ist geschrieben, das nicht gelöscht werden kann. Darüber bist du dir offenbar mit dem Allvater einig. Er hofft genug Details zu erfahren, um das Ergebnis zu verändern, selbst wenn er Ragnarök nicht verhindern kann. Erinnere mich daran, dir von den Wölfen zu erzählen. Wow!
strahlt ja richtig. Wir haben die Materialien. Aber sie sind so seltsam. Wie baut man eine Rüstung aus etwas so... Kehricht? Kehricht? Hört dich den feuchten Kehricht an. Betriebsgeheimnis. Wir haben unsere Methoden. Oh. Gerne, hab geöffnet. Falsche Zurückhaltung. Zweiter oder unterhalten wir uns noch?